Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Mittwoch, der 17. Juli und heute dreht sich bei uns alles um das Überwinden von Hindernissen, Disziplin und Stärke. Den Anfang macht der Superstar des Kunstturnens. Simone Biles hat mit ihren 27 Jahren schon 30 Weltmeisterschaftsmedaillen und 7 Olympiamedaillen umgehängt bekommen. Doch vor 4 Jahren zieht sie sich von den Olympischen Spielen in Tokio zurück. Nach einem Blackout hat sie ein Finale abgebrochen und ihre mentalen Probleme anschließend auch öffentlich gemacht. People love to watch the come up. I'm smiling. As soon as you win, God, I hate her. But everything that happened, it's a trauma response. I wanted to quit like 500,000 times, and I would have if it weren't for my people. We want to make sure that she's in a great place. She's the greatest in the world, but she's also human. Inzwischen steht sie nach ihrer mehrjährigen Pause wieder auf der Matte und plant auch bei den Olympischen Spielen dieses Jahr ganz oben mitzumischen. Die Doku Simone Biles wie ein Phönix aus der Asche zeigt unter anderem ihr Comeback und ein paar Einblicke in das Leben einer Spitzensportlerin. Ihr könnt sie dabei ab heute auf Netflix begleiten. Der heutige Filmtipp führt uns nach Frankreich in die 1930er Jahre. Henri, der von allen nur Papillon genannt wird, soll einen Mord begangen haben. Er ist zwar unschuldig, wird aber trotzdem zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das in der berühmt-berüchtigten Strafkolonie Saint-Laurent in französisch-Guayana. Zwischen all den anderen Gefangenen trifft er auf den Fälscher Louis Degas und geht mit ihm einen Deal ein. Louis Degas, der Typ ist ein Millionär. Du ziehst eine Menge Blicke auf dich. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche nur genug Geld für die Flucht, sagte der Skorpion zum Frosch. Hier drin sind wir alle Skorpione, mein Freund. Ich weiß, dass einige von euch an Flucht denken. Es steht euch frei, es zu versuchen. Es gibt zwei Wächter, die unentwegt im Dienst sind. Der Dschungel, wo ihr im besten Fall nur verhungert. Oder ihr versucht es über das Meer, wo die Haie immer hungrig sind. Deswegen tun wir unser Bestes, euch zu brechen. Papillon will unbedingt fliehen, doch dafür braucht er Geld. Und das gibt ihm Degas, der dafür unter Papillons Schutz steht. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Freundschaft, denn nur so lassen sich die harten Arbeitsdienste und die sadistischen Behandlungen der Wärter überleben. Das Drama Papillon beruht auf wahren Begebenheiten und hat mit Charlie Hunnam und Rami Malek auch zwei Hollywood-Größen im Cast. Ihr könnt den Film ab heute bei Prime Video streamen. Zum Schluss stellern wir gemeinsam noch unsere Muckis. Die ARD zeigt uns nämlich mit der Doku Mein Körper, meine Muskeln, mehr Power als Pumpen, wie wichtig denn Muskeln eigentlich so für uns sind. Unter anderem setzen sie unseren Körper in Bewegung. Das passiert ganz bewusst, wenn wir zum Beispiel unsere Beine hochheben. Aber eben auch ganz unbewusst, wenn wir zum Beispiel das Augenlid öffnen und schließen, ganz ohne drüber nachzudenken oder dass wir es verhindern können. Muskulöse Körper sind für viele das Schönheitsideal. Ihren wahren Wert entfalten Muskeln aber jenseits von Kraft und Ästhetik. Sie sind unser größtes Organ. Fast logisch, dass sie auch Stimmung und Gesundheit beeinflussen. Muskulatur ist ja quasi das beste Medikament und das Schöne daran ist, hat noch nicht einmal Nebenwirkungen. Bei ihrer Aktivierung schütten Muskeln Botenstoffe aus, die unter anderem unser Gehirn, Herz und Darm direkt beeinflussen. Bauen wir also Muskeln ab, passt nicht nur das Muscle-Shirt nicht mehr so gut, es können auch Organe erkranken. Die Doku Mein Körper, meine Muskeln zeigt, wie wichtig die Muskulatur für unsere Lebensqualität und Gesundheit ist. Ihr könnt sie heute um 22.55 Uhr im Ersten sehen oder direkt in der ARD-Mediathek. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört gern morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Google oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Lia Rogge hat an dieser Folge mitgearbeitet. Audioproduktion Florian Drexler. Mein Name ist Imke Zimmermann und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald und wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.